Hallo, mein Name ist Volkmar Kramarz. Herzlich willkommen wieder zu den Super Soundtricks der 60er Jahre. Es gab da so einige Tricks, bevor es eben mit technischen Möglichkeiten machbar war, die dazu führten, dass es wirklich ein wenig aufregend klang. Wenn euch das überhaupt hier gefällt bei Jamflix und speziell auch diese Special Tricks, dann dürft ihr diesen Kanal übrigens auch gerne abonnieren, dürft auch gerne die Benachrichtigungsglocke dort aktivieren. Freue ich mich sehr, wenn ich merke, da kommt ein bisschen Resonanz zurück. Okay, zweiter Trick, insofern zweiter Trick, weil ich schon bei La Poupée qui fait non es auf der akustischen Gitarre gezeigt habe, diesen berühmten Song von Michel Polnareff, könnt ihr gerne auch nochmal nachsehen. Heute habe ich eine elektrische Gitarre in der Hand und möchte einen anderen Song vorführen, wo es genau diesen gleichen Trick, den Wahnsinn-Soundtrick der 60er dort gab. Status Quo, Pictures of Matchstick Man. Damals war diese Band noch psychedelisch unterwegs, bis sie dann später den Boogie dort auch wirklich gemacht haben. Haben sie gut gemacht, aber das war dann noch eine andere Episode ihrer Karriere. Und ja, was hat ihnen denn da eigentlich so geholfen, mit diesen Tricks dort zu arbeiten? Was war es eigentlich, was da so magisch wurde? Also, Pictures of Matchstick Man, könnt ihr euch gerne noch mal genau kurz vorher anhören, fängt mit einem super einfachen Gitarren-Lick-Riff-Intro an. Denkt man, das wäre so ganz super einfach, aber es klingt irgendwie sehr markant. Und wenn man es dann so ganz allein nur auf der Gitarre spielt, klingt's vielleicht ein bisschen. Ich spiel's mal vor, come on. Okay, klingt schon so ganz schön. Ich kann ja mal ein Wah-Wah aktivieren. Okay, kommt schon ein bisschen mehr. Ich zeige euch jetzt den eigentlichen Trick, wie sie es damals auch gemacht haben, um speziell diese Licks, kommen noch so ein bisschen andere im Song nachher vor, das zeige ich euch auch gleich, wie man diese Licks ein wenig magisch machen kann. Also, auch hier wieder, die hohe E-Seite wird auf H heruntergestimmt. Und jetzt habe ich quasi auf den oberen beiden Seiten zwar nur einen Ton, aber so etwas wie eine zwölfseitige Gitarre und kann natürlich plötzlich diesen Ton doppelt spielen. Ich muss natürlich jetzt etwas höher greifen, wo ich vorher das D hatte, muss ich jetzt hier das D greifen. Und was ihr sofort auch merkt, ist, diese beiden Seiten sind nie sauber zu stimmen. Und das war auch genau der Gag. Rossi hat mir dann sogar auch mal persönlich in einem Interview erzählt, dass sie sogar sehr bewusst darauf geachtet haben, dass diese beiden Seiten nicht hundertprozentig gleich gestimmt sind, sondern ein wenig so silbrig, chorusartig mit Schwebungen versehen auseinandergehen. Ihr müsst es ein wenig ausprobieren, experimentieren, wie weit ihr verstimmen könnt und dürft. Weil durch die Greifweise hier werden die Saiten sowieso nochmal anders gestimmt und anders gespielt. Ja, irgendwie so in der Art würde ich das jetzt mal einstimmen. Achtung! Kriegt schon einen ganz anderen Klack. Ich mache das nochmal mit Wah-Wah. Da ist er, der originale Wahnsinns-Super-60er-Trick-Soundeffekt. Den haben Status Quo bei Pictures of Matchstick Man eingesetzt. Wir spielen es mal zusammen mit dem Song. Ich zeige es euch sowohl mit den Solo-Licks, als auch will ich euch zeigen, dass natürlich auch bei der Rhythmusgitarre genau in dieser Stimmung gespielt wurde. Also wir haben D-Dur. Und dann plötzlich diese leicht metallisch, auch wieder leicht out of tune klingenden Akkorde, die dann. Spiele ich auch mal mit, werdet ihr auch merken, gibt einen ganz eigenen Sound-Universums-Charakter, auch wieder eine ganz eigene Art und Weise, wie eben dieser Song dann eben auch, ja, speziell wurde. Und das hängt mit dieser Verstimmung der oberen E-Seite zusammen. Okay, wir spielen das mal gemeinsam durch. Musik.
soweit dieser Song von Status Quo, Pictures of Matchstick Man. Schön, dass ihr mit dabei wart. Mein Name ist Volkmar Kramarz. Das ist Jamflix hier. Bye-bye.